Gleich zwei Live-Abende gibt es in den nächsten Tagen von Zifferum.de, für die ich Writing Bull euch gerne einladen möchte. Den ersten mit Civilization 5, hier seht ihr Bilder aus unserer Partie mit Venedig, am kommenden Donnerstag, den 5. Dezember ab 20.30 Uhr. Gemeinsam mit Wallahan moderiere ich hier und am Freitag, einen Tag darauf, ab 19.30 Uhr Worms Revolution, ein Multiplayer-Match von mir gegen Piro Parker. Doch bleiben wir zunächst einmal hier bei Brave New World in der schönen neuen Welt des zweiten Add-ons von Civilization 5. Einige Live-Abende stecken bereits in dieser Partie drin. Wie immer ein kurzer Stand der Dinge, Überblick für euch. Viel passiert ist beim letzten Live-Abend. Ihr seht, das sind hier zwei Städte der Zulu, eigentlich frühere Städte der Zulu. Beide haben wir erobert. Shaka, dem Fürsten der Zulu, ist nur noch eine einzige Stadt übrig geblieben, hier im Süden gelegen, Nobamba. Und dementsprechend blickt der Kollege ein klein bisschen skeptisch in die Runde, ahnt, dass die Niederlage bevorsteht. Zu seinem Unglück hatten zuletzt nämlich auch noch die Polen ihm den Krieg erklärt, mit denen wir ja eigentlich auch rivalisieren. Das sind hier diese roten Truppen und die stürmen jetzt an uns vorbei Richtung Süden. Im Chat des letzten Live-Abends, da haben wir intensiv diskutiert, was machen wir? Sollen wir Shaka auch noch diese letzte Stadt selber wegschnappen oder sollen wir dieses kleine Nest, was es hier im Süden gibt, sollen wir das großzügigerweise König Kasimir von Polen überlassen? Und zu letzterem haben wir uns dann durchgerungen. Allerdings stellt er sich nicht allzu geschickt an bislang bei der Eroberung dieses Städtchens. Möglicherweise müssen wir da auch ein bisschen nachhelfen. Vor allem auch mit Blick darin, was unser nächstes Ziel ist, denn längst haben wir uns zu einer militärischen Strategie entschlossen. Und das heißt, dass der nächste Gegner dann sein wird, richtig, das sind da die Polen, das ist dann Kasimir. Und auch da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir knöpfen uns die Truppen der Polen gleich hier im Süden vor und machen die hier nieder, direkt an den Grenzen, direkt vor den Toren unserer neuen von uns frisch eroberten Städte. Die andere Alternative ist, wir lassen einen Teil unserer Truppen hier im Südwesten, ziehen mit den anderen wieder hoch in den Nordwesten. Hier ist ja links unsere Hauptstadt Venedig und nordöstlich davon die starken, die wirtschaftlich starken, die reichen Städte der Polen, Warschau, Krakau, Lodz. Die könnten wir versuchen zu erobern und damit dem Gegner wirtschaftlich das Genick brechen, sodass er es kaum noch auf die Reihe bekommt, seine Truppen überhaupt zu finanzieren und zu unterhalten. Und dass wir Kasimir weit überlegen sind, das weiß er auch. Der behandelt uns doch mittlerweile mit einer gehörigen Portion Respekt. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man militärisch vorgehen könnte. Und darüber werden wir natürlich beim nächsten Chat ausgiebig befinden. Und werden auch entgegenschauen der ersten Sitzung des Weltkongresses, den es mittlerweile gibt. In vier Runden ist dort diese Sitzung und zwei Anträge stehen zur Abstimmung unserer eigener Kulturerbestätten. Wir wollen, dass alle Städte mit Weltwundern, insbesondere wir natürlich, Venedig, sehr, sehr viel Kultur bekommen für diese Weltwunder, während König Kasimir den zweiten Antrag einbringen kann und er möchte natürlich seine Religion, den Katholizismus, zur Weltreligion erheben, was uns wiederum gar nicht so richtig passt. Und technologisch sind wir davor, unmittelbar davor, die Wissenschaftstheorie zu erforschen. Damit können wir eine öffentliche Schule bauen in Venedig, was wichtig ist, um unser schnelles Forschungstempo beibehalten zu können. Und danach könnten wir beispielsweise hier auf den Drall hin forschen, über die Metallverarbeitung und damit den Schützen freischalten. Damit hätten wir eine verdammt starke Einheit für die Kämpfe, die uns jetzt bevorstehen, gegen die Polen und möglicherweise auch schon dann, um mal noch weiter in die Zukunft zu blicken, gegen die anderen Nationen, die es hier noch gibt in der Brave New World. Das ist der eine Live-Abend, der uns bevorsteht. Donnerstag, 20.30 Uhr auf Twitch.tv mit Wallahan gemeinsam spiele ich Civilization 5 und am Freitag, am 6.12. ab 19.30 Uhr trete ich gegen Piro Parker in den Ring bei Worms Revolution. Wir haben dort eine Let's Play-Serie, hatten auch schon mal ein Gefecht live ausgetragen, die meisten allerdings auf Video und aufgezeichnet. Doch jetzt wollen wir noch einmal live antreten, um 7:30 Uhr. Piro Parker hat mich aufgefordert, hat mir die Federhandschuhe ins Gesicht geworfen, will mit seinen Würmern gegen meine in den Kampf ziehen. Und falls ihr die Reihe noch nicht kennt, dann macht euch gefasst auf eine
satte Portion psychologische Kriegsführung, denn Piero Parker kann, ich hoffe, Piero Parker hört gerade nicht hin, bitte im Moment weghören, kann Worms Revolution eigentlich viel besser spielen als ich, und das versuche ich dadurch zu kompensieren, dass ich ihn versuche, aus dem Konzept zu bringen mit so mancher spitzen Bemerkung gegenüber Mademoiselle Piru. So der Kampfname, den ich ihm mittlerweile verpasst habe. Außerdem steht Piero Parker noch eine kleine unliebsame Überraschung ins Haus. Ich hoffe, er hört immer noch nicht hin. Ich habe nämlich einen Familienangehörigen von ihm aus dem Real Life abspenstig gemacht. Er oder sie wird auf meiner Seite kämpfen und als mein Wurm mit in die Schlacht ziehen. Mal gucken, wie ihm das gefallen wird. Das sind die beiden Live-Abende dieser Woche von cifforum.de. Und ich würde mich freuen, euch dann begrüßen zu können. Bis dann, macht's gut, tschüss!